Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Wir schreiten ganz weit voran im Quintenzirkel. Wir sind auf der Seite der Bs angelangt. Nach F-Dur kommt jetzt die B-Dur-Tonleiter. Wir brauchen jetzt nicht nur ein B, sondern sogar schon ein zweites B, und zwar den Ton S dazu. Hier seht ihr ein B und hier die zweite schwarze Taste, die wir benutzen, das S. Jetzt suchen wir uns mal den Ausgangston in unserer Tonleiter. Dieses B haben wir vorher schon in der F-Dur-Tonleiter eingesetzt. Jetzt nehmen wir dasselbe B eine Oktave tiefer. Ihr seht, das ist die in dieser Dreiergruppe der schwarzen Tasten die rechte Taste. Und auf dieser beginnen wir unsere Tonleiter, unsere B-Dur-Tonleiter. B, dann das H auslassen, C, D. Und jetzt kommt der Ton, der nicht gut passt, weil wir ihn eben jetzt ersetzen müssen durch das S. Also starten wir nochmal. B, C, D, S, F, G, A und Achtung, auch wieder das B nehmen. Also, wenn wir die gesamte B-Dur-Tonleiter spielen, haben wir jetzt drei Tasten, die wir ersetzen müssen, wo wir nicht mehr die weißen Tasten, sondern stattdessen schwarze Tasten benutzen. Nochmal die Tonnamen dazu. B, C, D, S, F, G, A, B. Hier seht ihr das alles aufgezeichnet. Da seht ihr auch, welche Tasten verwendet werden. B, C, D, S, F, G, A, B. Und hier unten in Notenschrift dargestellt. Das B liegt einen Ton unter dem C. Und nachdem es eine schwarze Taste ist, muss es ein B vorgezeichnet bekommen. Entweder direkt vor der Note oder beim ganzen Stück findet ihr das B am Anfang der Notenzeile. B, C, D, S, F, G, A, B. Auch hier das S hat wieder ein B vorgezeichnet. Gleiches Zeichen, aber der Tonname leitet sich aus dem Ton E ab. Beim Tiefermachen wird es zu S umgetauft. Und aus H wird B, ja, das ist eine kleine Kuriosität. Das muss man sich einfach so merken. Das ist nicht wirklich logisch, aber es hat sich einfach historisch so entwickelt. Viel Spaß jetzt mit B-Dur und dem Ausprobieren beim Virtual Piano. Bis bald!